und herzlich willkommen zu einer Sondersendung des GE News Channels. Heute stellen wir Ihnen und Euch die Gesamtschule Eiserfeld mit ihren zwei Standorten vor. Hier sind wir am zweiten Standort unserer Schule, am Hengsberg. Dieses Gebäude belegt die Unterstufe, das heißt die 5. bis 7. Klasse. Hier sind wir am Schulhof vom Neubau und gehen jetzt herein in Richtung des Sekretariats und des Lehrerzimmers. Rechts von uns ist das Sekretariat. Gegenüber ist der Computerraum. Danach befindet sich links das Lehrerzimmer und rechts das sogenannte Froschzimmer. Wenn wir jetzt hier hinter mir durch die Glastür gehen, kommen wir auf die Tribüne von der neuen Turnhalle. Wenn wir jetzt gegenüber von der Turnhalle in den Flur gehen, kommen wir zu den Klassenräumen der jetzigen Siebenern. Im zweiten Stock befinden sich links die jetzigen Fünferklassenräume. Die rechte Klassentür führt zu den Fachräumen Biologie, Chemie und Physik sowie zu dem Musikraum. Hier sind wir jetzt am Schulhof vom Altbau mit dem Klettergerüst. Hinter mir ist der Technikraum. Wenn wir in den Altbau gehen, kommt man rechts durch die Klasse in die Mensa und links geht es zur Schulküche. Außer den Klassenräumen der Sechser gibt es hier im Altbau auch noch den Raum der Streitschlichter des offenen Angebots. Hier ist der Spielraum, der Chillraum und das Büro des Sozialpädagogen. Außerdem befindet sich hier die Bibliothek und der Kunstraum. Hier im Altbau sind ebenfalls noch zwei Klassen der Gilberg Grundschule untergebracht. Das war der Standort Hengsberg für die Klassen 5 bis 7. Nun zeigen wir Ihnen und Euch die Talsbachstraße. Kommen Sie mit! Nun befinden wir uns auf dem Schulhof unseres Hauptstandortes der Talsbachstraße. An diesem Gebäude ist die Mittel- und Oberstufe, also die Klassen 8 bis Q2. Hier gibt es auch eine Mensa, welche sich direkt neben der Aula befindet und wo man Pizza, Donuts, Salat, Brötchen und vieles mehr kaufen kann. In der Aula finden alle Veranstaltungen der Schule und im Moment auch Unterricht der Oberstufe statt. Nun gehen wir in die Lehrerbibliothek, von der wir direkt in das Lehrerzimmer gehen können. Neben dem Lehrerzimmer ist das Sekretariat. Wenn wir vom Eingang, der sich im C-Trakt befindet, nun zum B-Trakt gehen, finden wir dort zwei Computerräume. Im A-Trakt gibt es neben weiteren Klassenräumen noch die Musikräume, die Kunsträume und den Bandkeller. In der Talsbachstraße haben wir zwei Sporthallen, eine kleine Sporthalle und eine große. Die große kann in zwei Teile unterteilt werden. Sie hat eine große Tribüne und viele Fußbälle. An der GEE gibt es seit neuestem auch eine CNC-Fräse, mit der die Schülerinnen und Schüler einen zukunftsorientierten Technikunterricht geboten bekommen. Wir hoffen, dass Ihnen und Euch der Rundgang durch unsere beiden Standorte gefallen hat. Vielleicht bis bald, hasta luego und goodbye.